Toxische Zeitgenossen wie Narzissten meinen sich, koste was wolle, durchsetzen zu müssen. Dafür haben sie allerlei Manipulationstechniken im Einsatz, darunter zahlreiche Verwirrungstechniken. So sollen ihre Zielpersonen abgelenkt und davon abgehalten werden, klare Gedanken zu formen, gute Entscheidungen zu treffen und auf sich Acht zu geben. In diesem Beitrag geht es um 16 Verwirrungstechniken, die von Narzissten häufig eingesetzt werden. Lernen Sie die Manipulationsversuche erkennen, dann können Sie sich besser schützen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Toxische Menschen wie Narzissten meinen sich, um jeden Preis durchsetzen zu müssen. Dafür haben sie Verwirrungstechniken im Einsatz. Die sollen ihre Zielpersonen davon abhalten, klare Gedanken zu formen und gute Entscheidungen zu treffen. Es folgen 16 der Verwirrungstechniken, die insbesondere von Narzissten häufig eingesetzt werden. Wenn Sie die Manipulationsversuche erkennen, können Sie sich besser schützen. Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischer Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Frauen und Männer mit deutlich narzisstischen Tendenzen, die andere Menschen benachteiligen und verletzen, an dieser Stelle Narzissten und andere Fieslinge, Fieslinge. Im Leben von Narzissten geht es ums Gewinnen, meist auf Kosten anderer. Viele Narzissten verfolgen einen Ansatz, bei dem sie um jeden Preis gewinnen wollen und bei dem alles erlaubt ist. Ehrlichkeit, Einfühlungsvermögen und Gegenseitigkeit spielen dabei keine Rolle. Narzissten verzerren die Wahrheit durch Desinformation, Vereinfachung, lächerlich machen und die Förderung von Zweifeln. Narzissten neigen dazu, klassische Elemente der Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche einzusetzen. Darin haben viele Narzissten Übung. Um sich vor narzisstischer Beeinflussung zu schützen, ist es wichtig, die Verwirrungstechniken zu erkennen, die Narzissten sowohl absichtlich als auch instinktiv einsetzen. Machen Sie sich mit den Strategien vertraut, bleiben Sie wachsam und geben Sie auf sich Acht. Es folgen 16 Verwirrungstechniken, die Narzissten häufig anwenden. Wie können Sie es wagen, mich Göttergeschenk in Frage zu stellen? Wie undankbar nach all dem, was ich für Sie getan habe. Mit solchen emotionalen Appellen wird beabsichtigt, Ihre Gedanken mit Zweifeln zu versehen. Es ist der Versuch, bei Zielpersonen Emotionen wie Angst, Schuldgefühle und Loyalität anzusprechen, anstatt auf Logik und Argumentation zu setzen. Narzissten verwenden emotionale Appelle, um falsche oder unverschämte Behauptungen zu verschleiern. Weil viele Narzissten dazu neigen, Drama und Budenzauber zu inszenieren, ist es für sie ganz natürlich, andere Menschen mit übertriebener Emotionalität zu beeinflussen. Entweder sie sind für mich oder gegen mich. Mit solchen Aussagen suggerieren Narzissten, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, obwohl es mehrere gibt. Narzissten sehen die Welt in Schwarz-Weiß, in einem Entweder-oder-Schema. Nuancen sind ihnen fremd. Sie ziehen ein Gefühl der Macht aus diesem Verhalten, das andere dazu zwingen soll, Stellung zu beziehen. Alle angesehenen Experten stimmen mir zu. Reihen Sie sich ein. Es ist der Versuch, andere Menschen unter Druck zu setzen, damit diese mitmachen, weil es alle tun. Narzissten nutzen die Macht des Gruppendenkens und des Gruppendrucks, um mit den Ängsten anderer zu spielen, etwas zu verpassen, ausgegrenzt zu werden oder im Unrecht zu sein. Dafür behaupten sie, dreist Experten hinter sich zu wissen, und einflussreiche Gruppen stünden hinter ihnen.
Sie setzen auf sich selbst erfüllende Prophezeiung. Gerade bei weniger kritischem Publikum gelingt es besonders dreisten Narzissten, dieses zu täuschen, um so Einzelpersonen und Gruppen zu missbrauchen. Ich weiß, dass ich recht habe. Was ich sage, gilt, bis Sie das Gegenteil beweisen können. Die Behauptung, dass Sprecher ihre Argumente nicht zu beweisen brauchen, sondern dass es stattdessen die Aufgabe der Zuhörer ist, sie zu widerlegen, ist haarsträubend. Doch fällt Narzissten eine solche Haltung leicht. Narzissten lieben es, Anerkennung zu bekommen, haben jedoch wenig Interesse daran, ihre Fehler einzugestehen, zu lernen. Sie hassen es, im Unrecht zu sein. Es ist für sie eine mühsame und zeitraubende Strategie, sich zu erklären. Leichter ist es, anderen die Last aufzubürden, ihnen das Gegenteil zu beweisen. Und selbst, wenn Sie sie auf ihren Fehler hinweisen, werden sie ihn wahrscheinlich abtun oder ablenken, das Thema wechseln. Ich kann sie unmöglich manipulieren, dazu sind sie viel zu klug. Es ist der Versuch, Zielpersonen Honig ums Maul zu schmieren, um sie für ihre Argumente empfänglicher zu machen. Narzissten glauben, dass andere genauso empfänglich für Schmeicheleien sind wie sie selbst. Sie überhäufen ihre Zuhörer mit Pseudokomplimenten in der Hoffnung, im Gegenzug etwas zu bekommen. Glaubst du wirklich, dass es einen besseren Partner gibt als mich? Meinst du, irgendjemand hätte so viel Verständnis wie ich? Du träumst. Du lebst ja nicht in der realen Welt. Narzissten versuchen, ihnen unangenehme Aussagen anderer Menschen als Unfug und Dummheit darzustellen. Sie tun, als ob das, was gesagt wurde, nicht möglich ist. Narzissten wenden diese Taktik oft an, wenn sie nicht verstehen, was eine andere Person sagt. Anstatt zuzugeben, dass sie verwirrt sind, tun sie so, als sei das, was die andere Person sagt, nicht zu glauben. Es ist ein Versuch, berechtigte Bedenken zu zerstreuen, alle zu verwirren. Du bist zu empfindlich. Du bist ein Verlierer. Oder sie verweigern sich meiner Vorgehensweise. Sie sind ein Saboteur. Narzissten lieben Etiketten. Ein einziges Wort zu haben, um eine andere Person abzuwerten oder zu demütigen, fühlt sich für Narzissten machtvoll an. Durch negative Ausdrücke und die Zuschreibung negativer Eigenschaften an eine Person oder Position soll Druck ausgeübt werden. Unliebsames soll so unattraktiv gemacht werden, dass eine Distanzierung erwartet wird. Okay, Sie haben gewonnen. Ich zahle Ihnen 100 Euro von den 200 Euro zurück, die Sie mir gegeben haben, und wir sind quitt. Das ist besser als nichts. Es ist das Angebot, sich in Gelegenheiten, in denen es eindeutig eine faire und eine unfaire Entscheidung gibt, auf halbem Weg zu treffen. Wenn Narzissten die Wahl haben, eine andere Person fair oder unfair zu behandeln, ist ein Kompromiss, der die andere Person immer noch unfair behandelt, kein Kompromiss, sondern immer noch falsch. Sie werden schon noch drankommen, ich verspreche es. Narzissten sind großzügig mit Versprechen, ihnen das zu geben, was sie wollen, ohne dass ein Plan existiert oder die Absicht besteht, das Versprechen zu erfüllen. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Sie machen sich lächerlich. Übliche Hemmungen sozial kompetenter Menschen stehen Narzissten nicht im Weg. Sie sind bereit, andere Menschen zu erniedrigen und deren Anliegen oder Gefühle zu verspotten. Narzissten werden andere durch abschätzige Bemerkungen, Sarkasmus oder feindseligen Humor ab, anstatt die andere Person ernst zu nehmen. Das ist sehr irritierend und verletzend. Als Folge halten Zielpersonen ihren Mund, anstatt für sich und ihr Anliegen konsequent einzutreten. Wenn ich das für dich tue, wirst du meinen, du kannst alles von mir verlangen.
werde dein Sklave sein. Du nutzt mich aus und ich habe kein Leben mehr. Das kannst du nicht ernsthaft verlangen. Es ist der Versuch, Angst und dramatische Folgen heraufzubeschwören, die von einem kleinen Problem ausgehen. Es wird vorhergesagt, dass es zu einer eskalierenden Reihe von schlimmen Folgen kommen wird. Das Ziel ist es, mit einer extremen Hypothese von einer vernünftigen Beschwerde, Anliegen oder einem Argument abzulenken. Sie sind nicht von hier und wissen nicht, worauf es ankommt und welchen Schaden ihre Anwesenheit anrichtet, oder? Du bist so missraten wie dein Vater. Durch die Einstufung anderer Menschen als minderwertig, gefährlich oder böse wollen Narzissten ihre Unterdrückung oder Bekämpfung rechtfertigen. Der Zweck heiligt aus Sicht toxischer Menschen die Mittel. Diese Taktik ist für Narzissten, die die meisten anderen Menschen als minderwertig betrachten, eine Selbstverständlichkeit. Entmenschlichung fällt ihnen leicht. Wer aus ihrer Sicht ein schlechter oder unwichtiger Mensch ist, darf auch so behandelt werden. Tu wieder mit deinen Träumereien. Oder das Leben ist kein Ponyhof. Narzissten haben oft Floskeln, die sie verwenden, wenn sie sich bedroht fühlen. Zum Einsatz kommen vereinfachte Phrasen, die als Aufhänger dienen, um abweichende Meinungen zu unterbinden. Du hast immer von Eigenverantwortung gesprochen, also habe ich nicht gedacht, dass du ernsthaft meine Unterstützung wolltest. Aussagen werden aus dem Zusammenhang gerissen und missbraucht. Narzissten wiederholen nur einen Teil dessen, was eine andere Person gesagt hat, oder reißen die Worte einer anderen Person völlig aus dem Zusammenhang. Sie tun das, um andere zu diskreditieren und sie in die Defensive zu drängen. Das ist jetzt unwichtig. Die Katastrophe naht ohnehin. Narzissten beschwören die Endzeit herauf, um durch Angst und Schrecken Verwirrung zu erzeugen und sich dann als Retter zu inszenieren. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Scheinen Narzissten zu denken und behaupten nun einfach das Gegenteil. Der ständige Richtungswechsel ist schwindelerregend, verwirrend und der Wunsch, das zu verstehen, wird ausgenutzt. Mögen Ihnen solche Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, wie Narzissten vorgehen. Es ist Ihre Aufgabe, auf sich und die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, aufzupassen. Durchschauen Sie diese Verwirrungstechniken, dann können Sie bessere Entscheidungen treffen. Möge Ihnen das gelingen. Ich drücke die Daumen und liefere weiterhin Aufklärung und biete Unterstützung. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen Sie Ihren Weg. Passen Sie gut auf sich auf.